Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einem nächsten Durchgang unserer Vorlesungsreihe Pharmakologie und wir befinden uns zurzeit im Themenkreis Sexualhormone und deren Pharmakologie. Und die vorausgestellte Vorlesung hatte das Themengebiet männliche Sexualhormone und deren angegliederte Pharmakologie. Und da ist es mir gelungen, in einer Vorlesung von einem Umfang von ungefähr einer Stunde 15 Minuten die gesamte Thematik dann in eine Vorlesung zu bringen, sodass wir da eigentlich sagen können, fast schon, dass der männliche Organismus, wenn wir ihn von der hormonellen Schiene aus betrachten, doch offensichtlich ein relativ einfach gestalteter Organismus ist. Dieses ist völlig anders beim weiblichen Organismus, der im Vergleich zur hormonellen Regulation des Mannes weit, weit komplexer ist. Und daraufhin habe ich mich entschieden, dass ich gar nicht versuchen sollte, alle Informationen, die wir brauchen, um Pharmakologie der weiblichen Sexualhormone zu machen, in eine Vorlesung hineinzuquetschen, weil das würde nicht funktionieren, weil die würde wahrscheinlich länger als 2 oder 2,5 Stunden werden, sodass wir das irgendwie unterteilen müssen. Sodass wir jetzt den ersten Vorlesungsteil stellen, vielleicht unter dem Titel Die weiblichen Sexualhormone, Physiologie mit entsprechenden Verweisen auf die Pharmakologie. Und ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Was wir also jetzt hier machen, wir schauen uns die hormonellen Regelkreise, die hormonelle Regulation an in dem weiblichen Organismus und wir werden sehen, wie komplex das ist. Das heißt, nicht nur die Hypothalamus-Hypophysen-Achse in Bezug auf die Ovarien müssen wir hier mit berücksichtigen, sondern wir müssen auch die Gebärmutter, das heißt den Uterus, in unsere Überlegungen hier mit einbeziehen und das fügt eine weitere Ebene der Komplexität hier mit ein. Sodass wir also in diesem Vorlesungsteil uns grundlegend beschäftigen werden mit der weiblichen Hormonphysiologie in Bezug auf die hypothalamisch-adeno-hypophysäre Achse, in Bezug auf Ovarien und Uterus und dass wir uns dann den Menstruationszyklus nochmal anschauen und an den entsprechenden Punkten werden wir dann schon Hinweise machen oder uns das gemeinsam anschauen, wo das pharmakologisch von Bedeutung wird und das werden wir dann im Detail in der nachfolgenden Vorlesung dann besprechen und ich glaube, das ist ein ganz gutes System, wie wir das machen sollten. So, wenn wir da einsteigen, dann erkennen Sie das wieder, haben wir schon angeguckt in der Vorlesung Androgene, männliche Sexualhormone, nur nochmal, um hier nochmal die Altersverteilung der Hormonproduktion zu betrachten. Hier hatten wir gesehen, dass beim Beginn der Pubertät wir einen Anstieg haben, vor allen Dingen beim Mann an Testosteron und dass wir dann etwa gleichbleibend hohe Spiegel haben bis zum 50., 60. Lebensjahr und dann haben wir gesagt, und erst ab dem 70. Lebensjahr, und das kann man hier sehen, beginnen dann die Testosteronspiegel einzubrechen mit den entsprechenden Problemen, über die wir gesprochen haben. Von der Menge hatten wir gesagt, dass der männliche Organismus etwa 5 bis 7 Milligramm Testosteron pro Tag bildet. Das ist anders bei der Frau. Hier sind wir ja jetzt schon im Themengebiet, über das wir heute sprechen wollen, hier in Rot. Auch hier sehen wir aber, dass wir hier einen viel steileren Peak haben. Das heißt, das Maximum der Östrogenproduktion in der Frau ist zeitlich ein gutes Stück komprimiert und endet eigentlich in der Menopause relativ früh und kann schon ab dem 45. Lebensjahr eintreten, manchmal schon früher, manchmal dauert es ein Stückchen länger. Und auch hier haben wir dann gesagt, die Östrogenmenge, die ist entsprechend wesentlich kleiner, um nahezu 3 Zehnerpotenzen. Hier bewegen wir uns in einem Bereich von 20 bis 100 Mikrogramm Östrogenbildung pro Tag, sodass wir das auch hier nochmal entsprechend in Relation dann gesetzt haben. Auch hier nochmal, bevor ich jetzt die Folie wegnehme, nochmal die gleiche Information, die wir auch hatten bei den Androgenen, dass wir nämlich nochmal fragen, wo brauchen wir hormonelle Pharmakologie? Und hier gibt es, wie wir das bei den Androgenen schon gesehen haben, 4 Anwendungspunkte. Einmal der Einsatz von Hormonen zur Kontrazeption, das heißt zur Verhütung, werden wir jetzt natürlich zwangsläufig in diesen beiden Vorlesungsteilen der weiblichen Hormone natürlich entsprechend besprechen. Dann haben wir gesagt, zweitens bei der Hormonersatztherapie, auch das ein Aspekt, der hauptsächlich für den weiblichen Organismus gilt, das heißt postmenopausaler Ersatz der fehlenden Östrogen- oder unter Umständen auch Gestagenproduktion, werden wir uns dann in der Pharmakologie anschauen. Dann geht es um In-vitro-Fertilisation, das heißt also die hormonelle
Beeinflussung der Fruchtbarkeit, das heißt also hier gibt es Möglichkeit dann tatsächlich Schwangerschaften dann zu verursachen, beziehungsweise dann in vitro, das heißt im Reagenzglas Befruchtungen zu machen, und diese wird dann hormonell entsprechend unterstützt. Und es ist natürlich ganz klar, dass wir mit der Pharmakologie hormonsensitive Tumore hier entsprechend dann behandeln müssen, wo wir dann einfach sehen, es gibt mit dem, bei den Männern haben wir es kennengelernt, Prostatakarzinom, und zum Beispiel bei den Frauen, bei Mammakarzinom oder auch Endometrium oder Ovarialkarzinom, unter Umständen hormonabhängig wachsende Tumoren, die dann eben einfach mit einer hormonblockenden Therapie entsprechend behandelt werden müssen, sodass also die vier Hauptanwendungsgebiete der Pharmakologie in Bezug auf Hormone auch für den weiblichen Organismus gelten. So, was wir jetzt als nächstes machen, ich werde jetzt die Folie wegnehmen, wir kommen zur Tafel zurück und wir werden uns in einem ersten Schritt in dieses komplexe hormonelle System hineinarbeiten, indem wir uns die hypothalamische, adeno-hypophysäre Achse anschauen in Bezug auf die Ovarien und die entsprechenden Regelkreise miteinander betrachten. Und das wird die Grundlage sein, auf der wir dann gemeinsam versuchen, die doch relativ komplexe hormonelle Regulation hier im weiblichen Körper dann darzustellen. Und das muss die Grundlage sein, um dann hinterher die vielfältige Pharmakologie zu machen und auch verstehen zu können. So, ich nehme die Folie weg und dann geht es weiter an der Tafel. So, auf geht's. Machen wir uns auf den Weg in das Verständnis der komplexen hormonellen Regelkreise im weiblichen Organismus. Und Teile dieses Tafelbildes haben hoffentlich einen Wiedererkennungswert, die anderen müssen wir besprechen. Ich will schon mal versuchen, hier grundlegend mit diesem Tafelbild schon auch Aspekte des Menstruationszyklus hier schon mal mit dem großen Überblick der hormonellen Kontrolle zu verbinden. Das schauen wir aber dann nochmal in einer Art Wiederholung oder Überschneidung in späteren Teilen der Vorlesung dann hier gemeinsam an. Was wir hier betrachten, ist unser oberstes hormonelles Kontrollorgan, das wir auch bei den Androgenen schon kennengelernt haben, bestehen aus Hypothalamus und der zweiteiligen Hypophyse, wo wir gesagt haben, die Hypophyse wird stimuliert vom Hypothalamus dann entweder in der Adenohypophyse, ja, der Anteil, beziehungsweise der Anteil, den wir hier stehen haben, die Neurohypophyse. Wir hatten im Androgen-Vorlesungsteil schon gesagt, dass die Neurohypophyse sich dadurch unterscheidet, dass die eigentlichen Mediatoren, die aus der Neurohypophyse freigesetzt werden, nämlich Adiuretin oder antidiuretisches Hormon oder Oxytocin, im Gegensatz zur Adenohypophyse eben nicht in der Neurohypophyse gebildet werden. Und das ist hier über diese langen Axone angedeutet. Diese Mediatoren Oxytocin und ADH werden im Hypothalamus selbst gebildet, an Neurophysine, das sind Transportproteine, gebunden und dann über die Axone in die Neurohypophyse hineingebracht, wo sie dann ins Blutgefäßsystem freigesetzt werden. Das heißt, die Neurohypophyse bildet diese Mediatoren selbst nicht. Das ist anders bei der Adenohypophyse. Hier haben wir den hypothalamischen Einfluss und das werden wir gleich sehen, der ein praktisch oberstes Kontrollhormon produziert, das dann aus den Neuronen freigesetzt wird und über die Blutgefäße in die Adenohypophyse kommt, wo wir spezialisierte Zellen haben, die entsprechende Rezeptoren tragen, die dann unser adenohypophysäres Hormon in der Adenohypophyse selbst bilden und dann in den Blutkreislauf freisetzen. Welche Hormone sind das? Und jetzt beginnen wir unseren Kreislauf ganz hier oben mit dem obersten Kontrollhormon unserer Steroidhormonachse, und das war das GnRH, das wir bei den Androgenen schon kennengelernt haben. GnRH. Das heißt entweder Gonadotropin-Releasing Hormone oder Gonadoleberin. Das wird gebildet im Hypothalamus und wandert dann über den Blutstrom in die Adenohypophyse. Die entsprechenden Zellen tragen dann den GnRH-Rezeptor, an den das Gonadoleberin bindet. Und das führt jetzt zur Bildung von zwei wichtigen Sexualhormonen, die wir genau wie im männlichen jetzt auch im weiblichen Körper finden. Und das ist kein Geheimnis, das war LH und FSH. Wenn wir jetzt gemeinsam drauf schauen, was die Adenohypophyse insgesamt produziert, auch das noch kurz zur Wiederholung. Wir haben einmal die sogenannten Glandotropenhormone,
zu denen LH und FSH gehören, zu denen ich gleich zurückkomme, aber auch ACTH und TSH für Aktivität der Nebennierenrinde bzw. für die Schilddrüsenhormone. Und dann haben wir die sogenannten Somatotropenhormone mit Prolaktin und dem Somatotropin, die hier eine andere Funktion dann nochmal haben, also nicht speziell auf Drüsen hier wirken. So, das war also jetzt nochmal darauf zurückkommen. GnRH, und das mache ich jetzt einfach mal so außen, weil es besser sichtbar ist, läuft natürlich hier über die Blutgefäße. GnRH kommt zu den entsprechenden Zellen mit dem GnRH-Rezeptor und bildet jetzt oder führt zur Bildung von zwei wichtigen Hormonen. Und das eine Hormon ist das sogenannte LH und das zweite Hormon, das die Adenohypophyse hier verlässt, ist das FSH. Wie sind die aufgebaut? LH steht für luteinisierendes Hormon, FSH steht für follikelstimulierendes Hormon. Wichtig ist, bevor ich das jetzt vergesse bei der Vielzahl der Informationen, dass GnRH oder Gonadoliparin wird pulsatil freigesetzt. Das heißt, alle 90 bis 120 Minuten haben wir einen Peak mit einer gesteigerten GnRH-Freisetzung. Und dieser Peak, der übersetzt sich dann noch in einer pulsatilen Freisetzung von LH und FSH alle 90 bis 120 Minuten mit einem Höhepunkt der entsprechenden Freisetzung. Dann haben wir gesehen, LH und FSH teilen sich die gleiche Alpha-Untereinheit. Diese Alpha-Untereinheit ist ein Glykoprotein von 91 Aminosäurenlänge. Und dann haben wir beim luteinisierenden Hormon die Beta-Untereinheit mit 121 Aminosäuren. Und beim FSH haben wir sie mit 111 Aminosäuren. Sodass wir also sehen, LH und FSH sind heterodimere Glykoproteine, die sich aber die gleiche Alpha-Untereinheit hier entsprechend teilen. So, und das ist jetzt das Signal, wenn wir jetzt den weiblichen Organismus brauchen, der für die weiblichen Reproduktionsorgane ganz wichtige Signale gibt, die dann auch den Menstruationszyklus und damit natürlich die Hormonkonzentration im weiblichen Körper kontrollieren. Jetzt schauen wir uns das an und beginnen möchte ich mit dem follikelstimulierenden Hormon. Das gelangt in die Ovarien und das habe ich jetzt hier nochmal versucht anzudeuten. Ja? Das heißt, unsere oberste hormonelle Achse im Gehirn, die kommuniziert mit dem Uterus und mit den Ovarien. Das sind die Zielorgane, sodass wir jetzt mal sehen, wo wir hier sind. Also hier haben wir den Uterus, ja, das ist die Gebärmutter und hier haben wir die beiden Ovarien. Und das habe ich hier nochmal in groß herausgezeichnet und die wichtigen Komponenten schon eingetragen. Das follikelstimulierende Hormon, das nach GnRH-Stimulation, die Adenohypophyse verlässt, die trifft zuerst auf Strukturen innerhalb des Ovars, die wir als Follikel bezeichnen. Das sind also jetzt praktisch die Follikel, die dann durch entsprechende Reifung zu einem sogenannten Grafschen Follikel werden. Die enthalten die Eizelle, die dann beim Eisprung freigesetzt wird. In der Regel haben wir zwischen 10 und 20 Primärfollikel pro Zyklus. Die gehen hier aber nicht rein, sodass wir uns einfach das mal exemplarisch für einen anschauen. Das heißt, der Primärfollikel, an dem können wir das schon sehen, der enthält zwei ganz wichtige Zelltypen. Und die habe ich hier nochmal an diesem Follikel versucht, dann entsprechend zu markieren. Die außen in weiß dargestellte Zelllage sind die sogenannten TK-Zellen und die weiter innen liegenden, in rot dargestellten Zellen sind die sogenannten Granulosa-Zellen. Diese Zellen finden wir schon im primitiven Primärfollikel, ja, der hat also schon TK-Zellen, Granulosa-Zellen und in gelb die in der Mitte liegende unreife Eizelle. Der Follikel oder praktisch der wächst heran zu einem sogenannten Sekundärfollikel und hier schauen wir auf einen Tertiärfollikel. Und diese follikulären Strukturen, das sind die Strukturen, mit denen unser LH und FSH jetzt mit dem Ovar kommuniziert. Kommen wir zurück zum FSH. Zielstruktur des FSHs sind die TK-Zellen in unserem heranwachsenden Follikel. Und was das FSH dort macht, es induziert die Expression des LH-Rezeptors. Und das ist ganz interessant. Und jede einzelne TK-Zelle exprimiert dann ungefähr über den Daumen 20.000 LH-Rezeptoren. Das bedeutet also erst die FSH-Stimulation der TK-Zelle
macht diese sensitiv für das luteinisierende Hormon. Das heißt, FSH induziert den LH-Rezeptor, die Tegazelle wird sensitiv fürs LH, sodass jetzt, deswegen mache ich das ein kleines bisschen hier drunter, unser pulsativ freigesetztes luteinisierendes Hormon jetzt die äußere Tegazellschicht des heranreifenden Follikels stimulieren kann. Und wozu stimuliert er das? Und das ist jetzt ganz wichtig und das werden wir uns nachher nochmal auf einem weiteren großen Tafelbild anschauen. Die Hauptaufgabe der Tegazellen ist die Androgenproduktion innerhalb des Follikels. Das heißt also, wenn wir an die Vorlesung, die wir schon gehört haben, denken oder uns zurückerinnern, dann müssen wir hier zwei Substanzen, zwei Steroide benennen, nämlich das Androstendion und das Testosteron. Beides Substanzen, die unter LH-Wirkung in den TK-Zellen produziert werden. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich wechsle mal die Farbe, sodass wir jetzt sehen können, ja, und das mache ich jetzt mal so, mit dem Pfeil, dass wir jetzt hier sehen können, dass aus den TK-Zellen unter LH-Wirkung Androstendion und Testosteron gebildet werden, die von den Granulosa-Zellen aufgenommen werden, die wir hier weiter innen in dem Follikel sitzen haben. So, das ist jetzt der erste Schritt. Damit haben wir gesehen, was FSH und LH auf die TK-Zellen machen. FSH induziert den LH-Rezeptor. Das LH führt zur Produktion unserer beiden wichtigen Androgene. Jetzt gucken wir das FSH unter einem anderen Aspekt an, nämlich FSH ist typischerweise das Hormon, das unsere Granulosa-Zellen stimuliert. Das heißt, unser follikelstimulierendes Hormon bindet den FSH-Rezeptor auf unseren roten Granulosa-Zellen in den Follikeln und induziert jetzt ein ganz wichtiges Enzym, das wir uns nachher noch im Detail anschauen, das die sogenannte Zytochrom P450-Monooxygenase mit der Nomenklaturnummer 19A1, die man aber besser bekennt unter dem Namen Aromatase. Das heißt, follikelstimulierendes Hormon bindet den follikelstimulierenden Hormonrezeptor auf den roten Granulosa-Zellen und führt über ein transkriptionelles Ereignis, schauen wir uns gleich an, zur Expression der Aromatase. Und was macht jetzt die Aromatase? Die Aromatase ist jetzt das Schlüsselenzym, um aus unseren Androgenen, die aus den TK-Zellen kommen, Östrogen zu machen. Das heißt also, unter FSH beginnen die Granulosa-Zellen, ja, und das machen wir jetzt hier vielleicht dann auch mal in Gelb. Östrogen hier zu produzieren. Das bedeutet also jetzt, wenn wir das nochmal auf die Follikel gemeinsam anschauen, erst kommt das FSH, induziert die LH-Rezeptoren auf den TK-Zellen, die werden LH-sensitiv, LH kommt, bindet, stimuliert die TK-Zellen zur Androgenproduktion, die Androgene diffundieren in die Granulosa-Zellen, die werden durch FSH stimuliert und wandeln die Androgene um in Östrogen. Und jetzt sind wir bei einem ersten wichtigen Aspekt und deswegen habe ich versucht, auch das Ovar hier so ein Stück zu teilen. Ich streiche das nochmal, ja, dass wir das vielleicht nochmal hier klar machen. Ja, und habe das hier nochmal angedeutet außen, einmal in die sogenannte follikuläre Phase und die luteale Phase. Und auf das, was wir hier schauen, auf dem oberen Bereich ist die sogenannte follikuläre Phase des Menstruationszyklus. Und dessen Kontrolle liegt unter Östrogen. Das heißt, der Prozess, den wir gerade hier betrachtet haben, nämlich die LH-FSH-induzierte Östrogenproduktion der wachsenden Follikel, die treibt hier unsere follikuläre Phase entsprechend an. So, jetzt gucken wir auf einen weiteren Aspekt, und deswegen habe ich uns den Uterus hier oben hingemacht. Unsere Hormone haben nicht nur einen Effekt praktisch jetzt auf das Geschehen im Ovar, sondern sie beeinflussen direkt auch unsere Gebärmutter, das heißt den Uterus und hier ganz speziell die Uterusschleimhaut, die Gebärmutterschleimhaut, die wir auch als Endometrium bezeichnen. Und hier ist es jetzt wichtig, und wenn wir das jetzt hier sozusagen hinbringen, ja, ist das in den Follikelgebildete Östrogen hat eine wichtige Funktion und das machen wir jetzt vielleicht mal in Blau, weil sie stimuliert das Verhalten des Endometriums, das heißt der Gebärmutterschleimhaut. Diese Gebärmutterschleimhaut hat zwei Abschnitte oder
ja, Abschnitte, sage ich mal so. Der innere Abschnitt, die Basalschicht, ja, die gleitet ja, sozusagen hier jetzt unseren Uterus aus und den können wir auch hier oben noch anbringen. Ja, hier in blau unser Endometrium oder die Gebärmutterschleimhaut und weil ich das hier in dünn aufgetragen habe, das ist das sogenannte Stratum basale, ja, das ist die Basalschicht des Endometriums. Und wenn wir jetzt aus den Follikeln Östrogen entlassen unter LH-FSH-Stimulation, dann ist das das Signal für unsere Gebärmutterschleimhaut zu proliferieren. Das heißt, die wird jetzt dicker, die proliferiert, die nimmt an Masse zu und das deute ich jetzt einfach mal an, ja, indem ich das hier verbreitere, ja, und das wäre jetzt die sogenannte Stratum funktionale, ja, die wir deswegen entsprechend hier unterscheiden können vom Stratum basale, sodass also unter Östrogen, ja, Wirkung ist zur Proliferation der Gebärmutterschleimhaut kommt, sodass wir schon sehen, dass wir die hormonelle Freisetzung hier nicht allein isoliert am Ovar betrachten können. Sodass wir also sehen, dass die Östrogenbildung hier direkt Einfluss hat auf entsprechende Vorgänge auch im Uterus. Was noch zu berücksichtigen ist, die Gebärmutterschleimhaut, die bildet, ja, wie es der Name schon sagt, ein Sekret, ein Schleim, ein Mukus. Und der wird ebenfalls in der Konsistenz beeinflusst von Östrogenen. Und ich mache das jetzt mal hier hin und das ist der Schleim, ja, der den Muttermund entsprechend verschließen kann oder auch durchlässig machen kann. Und die Konsistenz dieses Schleims ist östrogenabhängig. Und wenn unter Östrogenwirkung wir eine Proliferation der Gebärmutterschleimhaut bekommen, bekommen wir gleichzeitig hier ein dünnflüssiges Sekret. Und das ist notwendig, weil nur das dünnflüssige Sekret hat Eigenschaften, die es den eintretenden Spermien dann erlauben, den Gebärmutterhals entsprechend zu passieren. Ja, die praktisch versorgen die Spermien und erlauben den Spermien den Durchtritt in die Gebärmutter, um die freigesetzte Eizelle, ja, die aus dem Ovar kommt, dann irgendwo zu treffen, sodass dann eine Einnistung stattfinden kann. Sodass wir schon sehen, dass diese follikuläre Phase, über die wir gesprochen haben, die unter LH- und FSH-Kontrolle steht, Östrogen kontrolliert ist. Und die hat gleichzeitig Auswirkungen auf unseren Uterus, weil der wird nämlich hier entsprechend proliferativ stimuliert und die Passage von Spermien wird hier entsprechend ermöglicht. So, jetzt schauen wir uns die Rückkopplungsprozesse an. Freigesetztes Östrogen wirkt im negativen Feedback auf unsere Hypothalamus, also hypothalamisch-hypophysäre Achse zurück. Und das ist relativ einfach oder schnell erklärt, ja, wo wir einfach sehen, das Östrogen ist in der Lage, sowohl die FSH-Freisetzung, jetzt wird es schon ein bisschen enger, als auch die LH-Freisetzung in der Adenohypophyse hier zu unterdrücken. Das heißt, wir haben einen klassischen negativen Feedback, die freigesetzten Östrogene vermindern die LH- und FSH-Freisetzung. Es kommt noch ein weiteres Protein dazu, das nehme ich jetzt mal hier in Orange und das schreibe ich jetzt mal hier hin. Das nennt sich Inhibin. Das haben wir bei den Androgenen auch schon kennengelernt und das Inhibin kommt ebenfalls aus den granuloser Zellen, wird also unter FSH-Stimulation freigesetzt und das Inhibin, ja, ist ein wichtiger Blockadefaktor für die FSH-Freisetzung, also für diesen Anteil unseres hormonellen Regelkreises. Sodass wir also jetzt sehen, dass in der follikulären Phase wir die Situation haben, dass steigende Östrogenkonzentrationen, die wir in den wachsenden Follikeln haben, dazu führen, dass über den negativen Feedback das steigende Östrogen im Blut dazu führt, dass sowohl FSH als auch LH nach unten reguliert wird. Das ist jetzt wichtig, weil das führt dazu, dass ein einziger Follikel zum sogenannten Graafschen Follikel hier heranreift. Weil was nämlich unter fallenden LH- und FSH-Konzentrationen passiert ist, dass von den 10 bis 20 Primärfollikeln, ja, bis auf einen alle Follikel verloren gehen, weil die LH- und FSH-Konzentration nicht ausreicht, um diese Follikel über hormonelle Stimulation am Leben zu erhalten. Nur ein einziger Follikel kann dem entgehen und das ist der sogenannte Graafsche Follikel und der umgeht das Problem der sinkenden LH- und FSH-Konzentrationen während der follikulären Phase dadurch, dass er
die Rezeptoren für LH und FSH drastisch heraufreguliert. Das heißt, wir haben ganz viele LH-FSH-Rezeptoren-Antennen jetzt außen auf den entsprechenden Zellen, sodass der super sensitiv wird für die fallenden LH- und FSH-Konzentrationen, sodass also die Östrogenproduktion ständig weitergeht. Und das werden wir dann, wenn wir den Menstruationszyklus anschauen, dann auch nochmal dann zu sehen bekommen. So dass wir also jetzt sehen, ja, aus was die sogenannte follikuläre Phase hier entsprechend aufgebaut ist. Und dann ist nochmal wichtig, die follikuläre Phase, die dauert in der Regel 14 Tage, die kann aber variabel sein. Das kann mal kürzer, mal länger sein, wenn die gleich zu betrachtende luteale Phase mit 14 Tagen immer konstant ist. So, jetzt haben wir einen wichtigen Aspekt hier schon angeschaut. So, jetzt gucken wir hier drauf. Das ist jetzt der Eisprung. Der Eisprung wird ausgelöst, weil in der Mitte des Zyklus der von uns beschriebene inhibitorisch, also hemmende Einfluss des Östrogens auf die LH- und FSH-Produktion aufgehoben wird. Und das führt dazu, dass Östrogen der Stimulus ist, der dann, ja, weil wir es mit hohen Konzentrationen von Östrogen aus dem Graafschen Follikel zu tun haben, machen wir nochmal so, mit hohen Konzentrationen zu tun haben, der negative Feedback wird aufgehoben und jetzt bekommen wir praktisch eine positive Antwort der Adenohypophyse, das heißt, 24 Stunden vor dem Eisprung geht der negative Feedback weg, wird umgedreht, die hohen Östrogenkonzentrationen führen automatischerweise jetzt zu einer drastischen Erhöhung der freigesetzten LH und weniger von FSH. Also was hier wichtig ist, ist vor allen Dingen die LH-Freisetzung, sodass wir sehen, ja, dass in der Mitte des Zyklus durch hohe Konzentration Östrogen vermittelt in der Adenohypophyse ein sogenannter luteinisierendes Hormon Peak, ein LH-Peak generiert wird. Und dieser LH-Peak löst die Freisetzung der Eizelle aus dem reifen Graafschen Follikel aus. Ja, das können wir hier sehen. Die wird entsprechend freigesetzt. Ja, und wenn wir das hier oben auf den Uterus übertragen, das heißt also, die Eizelle, die wird hier freigesetzt. Ja, ich mache das mal so. So, ja, und die wandert dann am Eileiter entlang in den Uterus und hat dann die Möglichkeit, je nachdem, wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, sich entsprechend hier in der Schleimhaut einzunisten. Das ist das, was wir hier mit Eizelle betrachtet hier sehen. So, jetzt schauen wir uns das aber an ohne Befruchtung. Das heißt, die Eizelle wird freigesetzt, wird hier über den Eileiter gelangt in den Uterus. Der Graafsche Follikel verändert sich. Die TK und granuloser Zellen verändern ihre Eigenschaften und man bezeichnet sie dann nach dem Eisprung in der Umwandlung zum Gelbkörper als TK-Luteinkörper und granuloser, also oder TK-Luteinzellen und granuloser Luteinzellen, weil nämlich die TK und granuloser Zellen unseres Graafschen Follikels nach dem Eisprung in den sogenannten Gelbkörper oder Corpus luteum umgebildet werden. Und was ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Follikel und dem Corpus luteum? Der komplette Verlust der FSH-Rezeptoren. Das machen wir uns jetzt hier nochmal hin. Das heißt also, unsere luteale Phase ist dadurch ausgezeichnet, dass die Sensitivität gegen das follikelstimulierende Hormon komplett verloren geht. Das heißt, unsere Zellen, die jetzt das Corpus luteum aufbauen, nämlich die TK-Luteinzellen und die granuloser Luteinzellen, die exprimieren nur noch den LH-Rezeptor. Machen wir jetzt vielleicht mal so. Ja, exprimieren nur noch den LH-Rezeptor. Und dieser LH-Rezeptor führt jetzt dazu, dass unter LH-Freisetzung aus der Adenohypophyse, machen wir jetzt einfach mal so, ja, das LH kommt zum Gelbkörper, der Gelbkörper exprimiert den LH-Rezeptor und das führt dazu, dass der Gelbkörper ein weiteres Steroidhormon produziert, das sogenannte Progesteron. So, das machen wir dann hier hin. So, und das ist jetzt wichtig, weil das Progesteron ist das bestimmende Hormon für die luteale Phase des Zyklus. Das Progesteron selbst führt jetzt dazu, dass in einem negativen Feedback, und das ist genau das Gleiche, was wir fürs Östrogen haben, und jetzt wird es langsam eng auf der
Tafel, sodass ich das generell hier nochmal hinmache. Also LH und FSH wird ja freigesetzt aus der Adenohypophyse. Und was wir dann sagen können, ja, dass unser freigesetztes Progesteron aus dem Corpus luteum in einem negativen Feedback die LH- und FSH-Konzentrationen hier entsprechend wieder senkt. Sodass wir also sehen, ja, dass wir über den Verlauf der lutealen Phase eine zunehmende Abnahme der Progesteronproduktion bekommen, ja, weil das freigesetzte Progesteron immer weniger LH dann in der Adenohypophyse freisetzt durch den negativen Feedback. Das heißt, die LH-Stimulation im Gelbkörper nimmt ab, das heißt, die Progesteronproduktion, die nimmt hier entsprechend ab. Und jetzt gucken wir nochmal auf unsere Struktur hier. Wofür brauchen wir das Progesteron? Und das machen wir vielleicht jetzt mal mit Orange nochmal. Wenn wir jetzt sehen, das Progesteron, das aus dem Gelbkörper kommt, hat ebenfalls eine stimulierende Wirkung auf unseren Uterus. Und zwar jetzt in der Form, dass wir das Progesteron brauchen, um aus dem proliferierenden Endometrium, also wir erinnern uns, Proliferation unter Östrogenen, jetzt haben wir aber den Eisprung gehabt, der Gelbkörper produziert Progesteron, dass wir jetzt die Situation haben, das Endometrium wird umgewandelt in ein sogenanntes sekretorisches Endometrium, ja, das jetzt die Aufgabe hat, die unter Umständen befruchtete Eizelle dann beim Einnisten zu helfen und der Eizelle dann praktisch Nährstoffe hier entsprechend zur Verfügung zu stellen, sodass sie in dieser Uterusschleimhaut dann entsprechend überleben kann und sich einnisten kann. Das, was weiter passiert ist, und das deute ich jetzt vielleicht mal einfach so an, dass wir das vielleicht mal irgendwie so machen, ja, dass wir jetzt hier entsprechend sehen, ja, dass wir eine sekretorische Umwandlung des Endometriums bekommen, in das sich dann unsere Eizelle, ja, wenn eine Befruchtung stattgefunden hätte, dann entsprechend einnisten kann. Was das Progesteron weiter macht, ist, es verändert die Konsistenz unseres Schleimtropfens, den wir eben hatten, ja, sodass wir also auch die Wirkung des Progesterons hier aufzeichnen müssen. Und hier haben wir gesagt, das Estrogen macht den Schleim dünnflüssig, dass Spermien durchdringen können, das ist günstig, dass die freigesetzte Eizelle befruchtet werden kann. Jetzt hat unter Umständen die Befruchtung stattgefunden, weil die follikuläre Phase ist zu Ende. Jetzt ist das nicht notwendig, jetzt wird die Eizelle geschützt und der Schleim wird verändert und der Progesteron, der wird nämlich zähflüssig und dick. Ja, so das, und das mache ich jetzt mal so, hier die Situation jetzt entsteht. Ja. Dass die Spermien nicht mehr den Muttermund passieren können und das ist auch nicht mehr notwendig, wenn eine entsprechende Befruchtung hier stattgefunden hat. Sodass wir jetzt nochmal sehen, dass die freigesetzten Östrogene aus der follikulären Phase zur Proliferation und Vorbereitung hier sozusagen des Endometriums dient bei gut passierbarem Mukus und dass die Progesteronproduktion aus dem Gelbkörper dazu führt, dass wir eine sekretorische Umwandlung bekommen, die Eizelle kann sich einnisten und der Muttermund wird sozusagen durch die Schleimproduktion hier entsprechend dann verschlossen. Sodass wir dann sehen, wie der Zyklus zu Ende geht. Ja, unter Progesteron haben wir immer weniger LH. Das heißt, die die Stimulation des LHs auf dem Gelbkörper, die nimmt dementsprechend immer mehr ab. Das heißt, die Progesteronfreisetzung, die nimmt immer mehr ab. Und dann kommen wir an einen Punkt, in dem der Gelbkörper dann degeneriert und zu einem sogenannten Corpus albicans wird. Der ist dann weiß und der produziert dann kein Progesteron mehr. Und das bedeutet jetzt, ja, dass die Progesteronwirkung, die ich brauche zur Aufrechterhaltung des sekretorischen Anteils oder des funktionellen Anteils des Endometriums, die geht verloren und das führt zur Abstoßung des funktionalen Anteils des Endometriums und das bezeichnet man als Desquamation und dann beginnt danach der nächste Zyklus mit der nächsten follikulären Phase, die wir hier entsprechend besprochen haben. So, jetzt habe ich im Grunde genommen versucht, die ganzen Regelkreise jetzt auch schon mit dem Menstruationszyklus zu verbinden. Das werden wir aber gleich nochmal entsprechend anschauen. So, jetzt halte ich den Film kurz an, dann sortiere ich mich und dann versuche ich auf diesem Schema noch ein paar Aspekte aufzubringen, soweit Platz ist, wo wir schon mal Vorbetrachtungen machen können, wo entsprechende pharmakologische Eingriffe hier dann diese Kreisläufe beeinflussen können.
So, das ist manchmal ganz gut, dass man nach dem Reden mal einfach ganz kurz auf die Tafel schaut und dann fällt einem auf, dass vielleicht das eine oder andere nicht ganz eindeutig kommuniziert wurde. Was mir jetzt nochmal wichtig ist, dass wir sehen, dass wir vom Ovar aus negative Regelkreise haben und dass wir hier vor allem das Östrogen haben, das vermittelt über den Östrogenrezeptor natürlich dann in der Adenohypophyse dazu führt, dass die Freisetzung von FSH und LH unterdrückt wird und dass wir aus den Granulosa-Zellen auch das Inhibin hier bekommen, dessen Aufgabe ist, nur die FSH-Freisetzung zu unterdrücken. Selbstverständlicherweise, und das habe ich eben nicht erwähnt, würden die Östrogene oder auch natürlich auch das Progesteron nicht nur LH- und FSH-Freisetzung hier entsprechend unterdrücken, sondern die negativen Regelkreise gelten selbstverständlich auch hier für unser GnRH, sodass wir also hier das explizit nochmal erwähnen müssen, oder ich das explizit erwähnen muss, dass also Östrogen und Progesteron selbstverständlicherweise auch die GnRH-Freisetzung aus dem Hypothalamus hier entsprechend in einem negativen Feedback unterdrücken. Sodass wir also jetzt, wenn wir hier nochmal drauf schauen können, auf die Regelkreise sagen können, die im Ovar in der follikulären Phase gebildeten Östrogene und die im Ovar in der lutealen Phase gebildetes Progesteron unterdrückt in einem negativen Feedback das GnRH, LH und FSH, wenn das Inhibin eine alleinige Aufgabe hat, nämlich die Unterdrückung der FSH-Freisetzung. So, wenn wir das jetzt versuchen, noch mal ganz kurz pharmakologisch anzudeuten, das mache ich jetzt einfach mal mit Pfeilen, dann ist die erste Möglichkeit, die wir haben, pharmakologisch hier in dieses ganze System einzugreifen, ganz oben in der Achse, nämlich beim GnRH. Und hier gibt es sogenannte GnRH-Analoga. Das sind kleine Peptide, die dem GnRH fast entsprechen, die aber eine erhöhte Halbwertszeit und Aktivität haben. Das heißt also, die würde man einsetzen, um die GnRH-Rezeptoren in der Adenohypophyse zu überstimulieren. Die werden dann als Konsequenz internalisiert, weil die Adenohypophyse gegen die Überstimulation reagiert. Und das würde bedeuten, LH- und FSH-Produktion sinken und damit die ganze Nachgefolge oder nachfolgende Östrogen- und Progesteron-Hormonproduktion, die bricht zusammen. Das Prinzip haben wir bei den Androgenen schon kennengelernt und wird vor allem bei hormonabhängigen Tumoren eingesetzt oder bei der In-vitro-Fertilisation oder auch bei der Endometriose. Da kommen wir nochmal dazu, wenn wir die Pharmakologie ansprechen. Dann haben wir ein wichtiges pharmakologisches Prinzip, natürlich die Kontrazeption. Was wird hier zugeführt? Östrogene werden zugeführt und Gestagene, weil wir haben ja meistens Mischpräparate in der Regel, ja, die aus einem Östrogen und einem Gestagen einer Kombination bestehen. Und die sind kontrazeptiv, das heißt, die verhindern die Befruchtung einfach, weil Östrogene und Gestagene über ihren negativen Feedback die LH- und FSH-Konzentration senken. Das heißt, sie interferieren einmal mit der Reifung der Follikel. Das ist das Erste, was sie hier entsprechend tun und verhindern somit eine entsprechende Befruchtung. Und dann haben wir auch noch einen Einfluss auch hier auf den Muttermund, wo wir zum Beispiel sehen, die Progesteron-Derivate, die würden dann einen zähflüssigen Schleim hier entsprechend produzieren, ja, oder den so verändern, dass der Durchtritt von Spermien erschwert wird. Das ist natürlich hier ein ganz wichtiger Punkt, sodass wir das einfach dann nochmal im Detail anschauen, wenn wir hier zu den Kontrazeptiva kommen. Also die beruhen hier auf der sozusagen Verstärkung des negativen Feedbacks und natürlich, selbstverständlich natürlich auch, wenn die LH- und FSH-Freisetzung hier unterdrückt wird, dann sind wir natürlich auch in der Lage, den LH-induzierten Eisprung hier zu verhindern und das führt natürlich dann auch oder führt dazu, dass keine Befruchtung hier möglich ist. So, und dann ein weiterer Aspekt noch, sodass wir also praktisch hier den Pfeil nochmal hierhin machen, bei der Kontrazeption Östrogene, Progesterone, ja, die dann LH-FSH reduzieren, haben wir kurz drüber gesprochen. Und dann können wir hier an dem Schaubild noch ganz kurz einen dicken Pfeil hierhin machen, auf die Granulosa-Zellen, von denen wir gelernt haben, dass sie unter FSH-Stimulation Aromatase exprimieren. Und die Aromatase macht aus unseren Androgenen dann das Östrogen, das ja hier unseren ganzen Zyklus entsprechend antreibt. Und Aromatase-Hemmstoffe, über die wir sprechen, die verhindern dann entsprechend die Östrogenbildung in den Granulosa-Zellen der heranwachsenden Follikel. Dadurch
geht die Östrogenbildung im Körper zurück und das setzt man dann ein zur Kontrolle oder Palliativbehandlung von östrogensensitiv wachsenden Tumoren. So, das war also hier schon mal drei Wegprinzipien nochmal auf dieses Schaubild verortet haben, aber da kommen wir dann bei der Pharmakologie nochmal dann ganz speziell drauf zurück. Nachdem wir uns jetzt diese hormonellen Regelkreise der Frau oder des weiblichen Organismus schon auch ein Stück weit in Bezug auf den Menstruationszyklus angeschaut haben, möchte ich noch ein Stück weiter ins Detail gehen und mich nochmal den Follikeln zuwenden, wo wir gesagt haben, wir haben erst Primärfollikel, Sekundär-, Tertiärfollikel und die dann unter der Negativregulation der gebildeten Östrogene, das heißt durch die sinkenden, vor allen Dingen FSH-Spiegel, dazu gebracht werden, dass eine Selektion entsteht, die dann den sogenannten Graafschen Follikel hier produziert, der dann vor allen Dingen die ständig sinkenden FSH-Konzentrationen überlebt, weil er eine drastisch starke Heraufregulation an FSH-Rezeptoren an den Oberflächen seiner Zellen dann zeigt und sehr gut umgehen kann mit den sinkenden FSH-Spiegeln bei gleichzeitig bleibender Östrogenproduktion. Und hier sind wir schon bei dem Punkt, wo wir gesehen haben, in unserem Regelkreis haben wir die pulsatile Freisetzung von GnRH, führt zur pulsatilen Freisetzung von LH und FSH aus der Adenohypophyse. Und dann haben wir gesehen, LH und FSH führen in letzter Konsequenz dann zur Freisetzung von Östradiol. Und hier haben wir es, und praktisch, wenn man es korrekt bezeichnet, von 17-Beta-Estradiol dann aus den Follikelzellen, dann vor allen Dingen in granuloser Zellen, die dann im Körper entsprechend ihre Aufgabe vermitteln. Und dann haben wir gesagt, das freigesetzte Östradiol ist in der Lage, dann im negativen Feedback sowohl LH-FSH als auch GnRH hier dann entsprechend in der Synthese zu unterdrücken. So, jetzt schauen wir hier nochmal drauf, weil es mir wichtig ist, dass wir uns die Biosynthese des Estradiols nochmal anschauen, und zwar genauso intensiv, wie wir das für die Androgene gemacht haben. Und deswegen hier nochmal den Blick auf unsere Follikel, wo wir gesagt haben, außen, hier außen liegen unsere sogenannten TK-Zellen, von denen wir gehört haben, dass diese unter FSH-Stimulation etwa 20.000 LH-Rezeptoren pro Zelle hier entsprechend exponieren. Das heißt also, die FSH-Stimulation macht unsere TK-Zellen LH-sensitiv. Unten drunter liegen unsere granuloser Zellen zur Versorgung der Eizellen und zur Füllung der praktisch hier der Follikelhöhle mit Flüssigkeit, die kommt auch aus den granuloser Zellen. Und hier finden wir in der Mitte natürlich eingeschlossen unsere unreife Eizelle. So, jetzt müssen wir uns anschauen, wie beide Zelltypen miteinander im Follikel kommunizieren, um dann in letzter Konsequenz das Estradiol zu produzieren. Und hier schauen wir mal zuerst auf die TK-Zelle, die wir hier außen haben. Das bedeutet also, unter LH-Stimulation, das haben wir eben schon erwähnt, wird aus Cholesterin, und den Prozess schauen wir uns gleich an, der ist CAMP-abhängig und erinnert uns ganz stark an die Androgen-Biosynthese, aus Cholesterin wird Androstendion gemacht und es wird auch Testosteron gemacht, ist hier auf der Grafik nicht da. Androstendion und Testosteron diffundieren, ja, die Zellen sitzen ja direkt benachbart, gelangen in die Granulosa-Zelle. Und die Granulosa-Zelle verwendet dann Androstendion dazu, Östradiol zu produzieren, und zwar unter FSH-Stimulation. Und was wir brauchen ist, und das ist hier gezeigt, das Androstendion wird umgesetzt durch die Aromatase. Diese Aromatase wird FSH-induziert, transkriptionell exprimiert, taucht dann hier auf und wandelt dann das Androstendion ins Östradiol um, sodass wir das dann in den Kreislauf entlassen können, sodass wir sehen, die Östrogenproduktion der Frau ist ein zweischrittiger Prozess, für den wir eine entsprechende hormonelle kontrollierte Kontrolle brauchen und auch eine Kommunikation zwischen der LH-stimulierten TK-Zelle und der FSH-stimulierten granuloser Zelle. Und das schauen wir uns gemeinsam an der Tafel im Detail an. Nachdem wir uns das eben grob im Überblick angeschaut haben, die Interaktion zwischen TK-Zelle und granuloser Zelle, wo wir gesehen haben, die TK-Zelle steht unter LH-Kontrolle
und produziert entsprechend Androgene, die dann von der Granulosa-Zelle unter FSH-Kontrolle genutzt wird, um Östrogene zu bilden. Das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an und beziehen das gleichzeitig auf die Regelkreise, die wir eben schon betrachtet haben, sodass wir jetzt sehen, auf welche Art und Weise die drei wichtigen Hormone hier entstehen, nämlich einmal hier Testosteron bzw. Östrogen und Progesteron, die wir brauchen, um den Zyklus zu kontrollieren. Hier können wir das nochmal sehen. Hier haben wir das Testosteron, hier haben wir das Estradiol und hier haben wir das Progesteron, wo wir gesehen haben, dass die follikuläre Aktivität bzw. die Aktivität des Corpus Luteum mit Produktion von Estradiol und Progesteron hier die beiden wichtigen Hormone zur Verfügung stellt, die unseren Zyklus dann entsprechend dann kontrollieren. So, wir beginnen auf der linken Seite mit unseren TK-Zellen, hier als TZ abgekürzt, in blau dargestellt. Wie gesagt, die Aufgabe der TK-Zellen, die die äußere Schicht der heranwachsenden Follikel dann aufbaut, ist unter LH-Kontrolle Androgene zu bilden, die dann von den Granulosa-Zellen genutzt werden, um das Östrogen oder Estrogen hier zu bilden. Wir beginnen. Hier haben wir den LH-Rezeptor, das luteinisierende Hormon, kommt ja, und stimuliert jetzt unsere TK-Zelle. Und jetzt ist das wie immer und das hat hoffentlich jetzt einen relativ großen Wiedererkennungswert, weil viele dieser Schritte haben wir schon kennengelernt bei der Cortisolproduktion und auch bei der Testosteronproduktion, dargestellt in der Vorlesung Nebennierenrinde bzw. Sexualhormone des Mannes, das heißt Bildung der Androgene. Der LH-Rezeptor ist ein typischer GS-gekoppelter Rezeptor. Das bedeutet, das luteinisierende Hormon wird jetzt den Rezeptor stimulieren und die Alpha-Untereinheit des LH-Rezeptors, die durch GTP aktiviert wird, wird jetzt die enzymatische Aktivität der Adenylatzyklase steigern. Das bedeutet, wir machen hier mal ein Plus hin. Das bedeutet, oder erhöhte enzymatische Aktivität bedeutet, es wird vermehrt ATP in zyklisches AMP umgesetzt. Durch die Adenylatzyklase, oder vielleicht machen wir das sogar besser so. Das zyklische AMP bindet unsere CAMP-abhängige Proteinkinase A, die dadurch aktiviert wird. Und auch diesen Transkriptionsfaktor haben wir schon kennengelernt, der wichtigste Transkriptionsfaktor auf dem zyklischen AMP-Weg, und das war Krebs. So, und das machen wir jetzt hier mal so. Und dieser Transkriptionsfaktor wird phosphoryliert durch unsere Proteinkinase A. Das heißt, hier geht eine Phosphatgruppe dran. Krebs steht für CAMP, Responsive Element Binding Protein, ist ein Transkriptionsfaktor. Die Phosphorylierung aktiviert unseren Transkriptionsfaktor, der wandert entsprechend in den Nukleus, das heißt Zellkern unserer TK-Zelle, und wird sein entsprechendes Promoter-Element binden, nämlich unser CAMP-Responsive-Element, sodass wir dann unseren Transkriptionsfaktor Krebs hier oben drauf haben mit seiner Phosphorylierung, und das führt dann zur Initiation der Transkription. Und auch hier haben wir schon das wichtige Schlüsselprotein kennengelernt, das war das STAR. Hier haben wir es stehen. STAR für Stereotogenic Acute Regulatory Protein. Auch das blende ich Ihnen hier ein, sodass also unter Krebswirkung CAMP abhängig dieses wichtige Protein gebildet wird. Und das STAR war nichts anderes. Wir erinnern uns an die vorhergehenden Vorlesungen. Es ist eine sogenannte Cholesteroltransferase. Das heißt, ein Protein, das wir brauchen, um Cholesterol in die Mitochondrien hinein zu transportieren. Sodass das, was hier passiert, folgendes ist: das STAR wird als Cholesterol-Translokase in die Mitochondrien-Zellmembran eingebaut. Hier haben wir jetzt unseren LDL-Rezeptor, über den dann entsprechende LDL-Partikel in die Zelle internalisiert werden. Die enthalten zu 50% Cholesterol, sodass also hier das Cholesterol über den LDL-Rezeptor in die TK-Zelle aufgenommen wird. Hier habe ich das mal in seiner Struktur angedeutet. Dieses Cholesterol wird dann über unsere Cholesterol-Translokase hinein transportiert in die Mitochondrien und wird dort umgesetzt zu Pregnenolon.
Und dieses Pregnenolon verlässt dann die Mitochondrien, ja, sodass wir dann ins endoplasmatische Retikulum kommen. Und dieses Enzym haben wir schon bei Cortisol- und Testosteronproduktion kennengelernt. Das war die Monooxygenase mit der Nummer ZYP11. Die schreiben uns einfach mal hier hin. ZYP11. So, dann erfolgt die weitere Umwandlung des Pregnenolons ins Progesteron und das Enzym, das diesen Schritt katalysiert, ist die 3-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Machen wir es so hin und das Enzym geht hier hin, 3-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Enzym, das ist nämlich die ZYP17, deren Aufgabe ist es dann aus Progesteron 17-Hydroxyprogesteron zu machen. Und aus dem 17-Hydroxyprogesteron das Androstenedion. Das heißt, diese beiden Schritte werden vom gleichen Enzym katalysiert. Und das schreiben wir mal hier hin, das war unsere ZYP17. Und das können wir sehen, und diese Monooxygenase hat einmal eine Hydroxylase-Funktion, die hier genutzt wird zur Hydroxylierung des Progesterons, und eine Lyase-Funktion, die genutzt wird, um aus dem 17-Hydroxyprogesteron dann das Androstenedion zu machen. Und das haben wir schon kennengelernt bei der Androgenbiosynthese, das ist die direkte Vorstufe zur Bildung des Testosterons. Ja, und das haben wir hier. Und das Enzym, das diesen Schritt katalysiert, ist die 17-Beta-Hydroxysteroid-Hydroxygenase. Also schreiben wir nochmal hier hin, 17-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. So, und jetzt haben wir hier unser erstes Produkt und das wäre das Testosteron, ja, das sozusagen zusammen mit dem Androstenedion das Endprodukt oder die beiden Endprodukte sind, die unter LH-Stimulation in unseren außenliegenden TK-Zellen in den Follikeln gebildet werden. Also hohe Ähnlichkeit zur Cortisolbildung bzw. dann identisch mit der Testosteronbildung, die wir uns in vorhergehenden Vorlesungen schon angeschaut haben. So, jetzt schauen wir uns an. Für die Kontrolle des Zyklus brauchen wir jetzt aber nicht das Testosteron, sondern wir brauchen Östrogen und Progesteron, die wir kennengelernt haben. Und jetzt gucken wir uns diesen Prozess an, nochmal getrennt, weil wir haben eben bei den Regelkreisen uns klar gemacht, dass wir, wenn wir auf den weiblichen Zyklus schauen, wir es mit einer follikulären Phase zu tun haben, die Östrogen kontrolliert ist, und mit einer lutealen Phase zu tun haben, die Progesteron kontrolliert ist. Und diese follikuläre Phase, die wird, wie wir ja gesehen haben, vor allen Dingen von den Granulosa-Zellen des Follikels gesteuert, die das Östrogen produzieren, und die luteale Phase wird kontrolliert vom Corpus luteum, ja, der das Progesteron kontrolliert. Und hier können wir das schon sehen. Beide Dinge schauen wir uns jetzt hier an. Hier sind wir beim Progesteron und hier sind wir beim Estradiol. Und beides hat etwas zu tun mit unseren Granulosa-Zellen, die wir auf der rechten Seite der Tafel haben. So, jetzt beginnen wir Zyklus entsprechend mit der follikulären Phase, also mit dem unteren zwei Drittel hier unserer in grün dargestellten TK-Zelle. Das heißt, die stellt jetzt eine TK-Zelle dar in der follikulären Phase des Zyklus, und das obere Drittel hier stellt eine entsprechende granulose Luteinzelle im lutealen Teil des Zyklus dar. Das müssen wir hier nochmal ganz klar trennen, weil follikulär Estrogen, luteal Progesteron. So, jetzt gehen wir in die follikuläre Phase. Wichtig ist, dass unter LH-Kontrolle, wie wir gesehen haben, Androstenedion gebildet wird von unserer TK-Zelle. Dieses Androstenedion, und das habe ich hier schon angedeutet, das diffundiert oder wird transportiert in die oder gelangt in die Granulosa-Zelle und ist hier jetzt das Ausgangsprodukt zur Synthese des Östrogens. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das kontrolliert wird. Und das ist jetzt nochmal wichtig: während die Androstenedionproduktion in den TK-Zellen unter LH-Kontrolle steht, steht die Östradiolproduktion unter FSH-Kontrolle in unseren Granulosa-Zellen. Also beginnen wir direkt am Rezeptor. Hier haben wir jetzt unser FSH.
das unseren FSH-Rezeptor bindet. Auch hier wichtig, nach der Kopplung zu fragen. Es ist ein GS-gekoppelter Rezeptor. Ja? Das heißt, wir schauen auf dasselbe Prinzip, das wir in den TEGA-Zellen schon kennengelernt haben. Die Alpha-Uneinheit wird unsere Adenylatzyklase stimulieren. Die wird vermehrt ATP umsetzen in zyklisches AMP. Machen wir so. Wiedererkennungswert ist hoffentlich jetzt hoch. Das zyklische AMP wird unsere Proteinkinase A stimulieren, die dadurch aktiviert wird. Diese Proteinkinase A interagiert mit unserem Transkriptionsfaktor CREB, CAMP, Responsive Element Binding Protein. Der wird phosphoryliert, da geht eine Phosphatgruppe dran. Diese Aktivierung führt dazu, dass dieser Transkriptionsfaktor in den Zellkern der Zelle wandert, sich hier hinsetzt, ich mache die Phosphatgruppe nochmal dran und dann über das CAMP Responsive Element zur Transkription führt. Was wird exprimiert? Und das ist jetzt anders als in der TEGA-Zelle. Hier haben wir gesehen, ein klassisches CAMP-reguliertes Molekül war unsere Cholesteroltransdukase. Hier haben wir ein weiteres Schlüsselenzym für die Östrogenbildung. Und die habe ich hier in Rot aufgebracht und AMT steht für Aromatase. Und die Aromatase ist nichts anderes als eine ZYP 450 Monooxygenase mit der Nummer ZYP19A1 ist gleich Aromatase. Das heißt also, unser CREB, aktiviertes CREB, führt zur transkriptionellen Herstellung der Aromatase. Und das ist das Schlüsselenzym, das wir jetzt brauchen in der Granulosa-Zelle, um das Resveratrol hier herzustellen. So, jetzt muss ich selbst auf meinen Zettel schauen. Wir kommen zurück aufs Androstenedion. Androstenedion gelangt in die Granulosa-Zelle. Die hat in der Zwischenzeit unter FSH-Kontrolle über diesen Signalweg die Aromatase verfügbar gemacht. Die steht jetzt zur Verfügung. Und jetzt wird das Androstenedion enzymatisch umgewandelt, einmal ins Testosteron, ja, das haben wir hier. Das Enzym ist das gleiche, nämlich die 17-Beta HSD, die hier Testosteron bildet, und das Androstenedion wird umgewandelt in Estron. Und für diesen Schritt brauchen wir die Aromatase. Estron ist ein zu den Östrogenen gehörendes Steroidhormon, das in geringeren Mengen im weiblichen Ovaren hier tatsächlich gebildet wird, sodass wir also sagen können, dass die induzierte Aromatase, ja, das machen wir so, unser Androstenedion in Estron hier entsprechend praktisch umwandelt. Und dieses Estron kann dann weiter umgewandelt werden in unser Estradiol, ja, das ja jetzt unsere follikuläre Phase des Zyklus kontrolliert, über dieses gleiche Enzym. Das heißt also, unsere 17-Beta-HSD vermittelt den enzymatischen Schritt vom Estron zum Estradiol. Und dann haben wir noch einen weiteren Schritt, den wir hier haben, und das ist der, der besonders wichtig ist, nämlich die Umwandlung des Testosterons direkt ins Estradiol, und der wird wiederum vermittelt von der Aromatase. Ja, sodass wir jetzt sehen, dass wir im Endeffekt die Aromatase brauchen, um in größeren Mengen das Estradiol hier in der Granulosa-Zelle zu synthetisieren, sodass die Take-Home-Message hier ist, dass in der follikulären Phase unsere Granulosa-Zellen unter FSH-Kontrolle die Aromatase exprimieren, die dann das Androstenedion aus den TEGA-Zellen in unser Estradiol hier entsprechend dann umbaut. Und dann können wir das im Grunde genommen schon so machen, dass wir dann sagen, aus der TEGA-Zelle hier dieses Testosteron und auch das Estradiol kann dann in den Körperkreislauf freigesetzt werden und wird dann gebunden an das sexualhormonbindende Globulin, ja, und wird dann so entsprechend im Körper verteilt, sodass wir jetzt hier schon mal gesehen haben, jetzt auch wie die follikuläre Phase dann in den Granulosa-Zellen übers FSH und mit der Bildung des Estradiols hier kontrolliert ist. So, jetzt haben wir gesehen, der Zyklus geht weiter nach dem Eisprung mit der lutealen Phase. Das heißt, hier wandeln sich jetzt die T-
Theca und Granulosa zählen um und werden zu Lutealzellen, deren Aufgabe es ist, das Corpus Luteum zu bilden und dann Progesteron zu produzieren, weil das Progesteron zur Aufrechterhaltung der Lutealphase notwendig ist. Und hier geschieht das nach dem Einsprung durch einen ganz wichtigen Prozess, weil was nämlich nach dem Eisprung passiert ist, diese Zellen verlieren den FSH-Rezeptor. Und das mache ich jetzt einfach mal so, dass wir das hier uns nochmal klar machen. Das heißt, in der Lutealphase verlieren unsere Granulosa-Zellen die FSH-Sensitivität und exprimieren dafür den LH-Rezeptor. Und den haben wir hier, sodass wir jetzt hier auf eine Granulosa-Zelle schauen, die wir der Lutealphase zuordnen. Hier sehen wir kein FSH-Rezeptor mehr, aber ein LH-Rezeptor, sodass wir jetzt begreifen, dass die Progesteronproduktion, die ist unter LH-Kontrolle in der Lutealphase. Und die schauen wir uns an und das ist weit weniger komplex als das, was wir eben angeschaut haben. Das bedeutet, unter LH-Wirkung in der Lutealphase des Zyklus wird der LH-Rezeptor auf unseren Granulosa-Lutein-Zellen im Corpus Luteum stimuliert. Hier haben wir ja gesehen, der war GS gekoppelt. Das ist also immer dasselbe Prinzip. Jetzt geht das schneller. Das bedeutet Stimulation der Adenylatzyklase aus ATP. Entsteht zyklisches AMP. Das zyklische AMP stimuliert unsere Proteinkinase A. Diese würde unseren Transkriptionsfaktor CREB phosphorylieren, machen wir so, der wird dadurch aktiviert, ja, und geht in den Zellkern, bindet sein CAMP Responsive Element, ja, genau dasselbe Prinzip, das wir hier ständig haben, und exprimiert das gleiche Zielprotein oder Molekül, das wir eben in den TK-Zellen kennengelernt haben, nämlich unsere Cholesteroltransferase oder Stereogenic Acute Regulatory Protein, von dem wir gehört haben, dass es eine Cholesteroltransferase ist. Das bedeutet also, das Ding wird hier eingebaut in die Membran und unsere Lutealzellen holen sich über den LDL-Rezeptor das notwendige Cholesterol in die Zelle und das Cholesterol, das ich hier angedeutet habe, wird dann über unser STAR oder die Cholesteroltranslokase hier hinein transportiert in die Mitochondrien und hier habe ich es schon hingeschrieben, sodass wir also hier entsprechend das Cholesterol in den Mitochondrien haben. Und dann haben wir denselben Schritt, den wir hier auch haben. Wir haben ein Enzym, das heißt CYP11, ja, das wir hier oben auch schon kennengelernt haben, dass dann aus dem Cholesterol in den Mitochondrien das Pregnenolon macht, das dann entsprechend wieder freigesetzt wird. So, das läuft unter CYP11, es entsteht Pregnenolon und jetzt muss ich hier auf mein Zettelchen schauen für den praktisch letzten Schritt. Und der letzte Schritt wird hier katalysiert durch ein Enzym, das ist die sogenannte 3-Beta-Hydroxysteroid. Dehydrogenase und die überführt das Pregnenolon ins Progesteron. Und das ist ja das Hormon, das wir brauchen für die Kontrolle des lutealen Anteils des Zyklus. Ja, und weil jetzt hier die CYP17, und das nur am Rande, nicht mehr exprimiert wird in diesen Lutealzellen, kann das Progesteron auch nicht mehr umgewandelt werden ins Androstenedion, das heißt der Biosyntheseweg hier, und das mache ich vielleicht mal deutlich, der ist hier zu Ende. Ja, das bedeutet, diese Lutealzellen besitzen keine weiteren Enzymsysteme mehr, die das Progesteron unter Umständen in andere Steroidhormone umwandeln können, sodass nach Synthese des Pregnenolons und des Progesterons hier Stopp ist mit der Umwandlung, sodass diese Zellen eben nur Progesteron bilden können. Und auch hier haben wir jetzt, genau wie beim Testosteron und beim Estradiol, die Möglichkeit, dass das Progesteron natürlich die Zelle verlässt und ebenfalls an Sexualhormon bindendes Globulin gebunden dann im Körper verteilt wird. Sodass wir jetzt, und jetzt nehme ich mir nochmal die rote Farbe heraus, dass wir uns jetzt klar gemacht haben, auf welch komplexem Weg in den Ovarien, das heißt in den heranreifenden Follikeln, beziehungsweise nach dem Eisprung in den Lutealzellen, unsere wichtigen Hormone für den Zyklus gebildet werden. Einmal über das Androstenedion, das die Grundlage ist zur Bildung des Östradiols.
Hier haben wir es stehen. Und das war jetzt nochmal wichtig, das Estradiol wird in der follikulären Phase in den Granulosa-Zellen unter FSH-Kontrolle synthetisiert. Und wir haben hier das zweite wichtige Hormon unseres Zyklus für die luteale Phase, das ist das Progesteron. Auch das mache ich nochmal hier in Rot, von dem wir uns merken, dass es in Lutealzellen unter LH-Kontrolle synthetisiert wird. So, jetzt drehe ich nochmal kurz ein Stück zurück, dass wir nochmal ganz kurz da in der Gesamtheit draufschauen können. Und ich denke, das haben wir jetzt detailliert genug angeschaut und können jetzt einen Schritt weitergehen und können jetzt nochmal die beiden Hormone, nämlich Estradiol und Progesteron, miteinander betrachten in Interaktion, in der Regulation des weiblichen Zyklus. Und dann, glaube ich, haben wir das System grundlegend eigentlich dann noch besprochen. Und dann können wir die Pharmakologie in einem zweiten Video dann oben drauf packen. Auch hier wieder fast passiert, fast hätte ich es weggewischt, ohne nochmal einen wichtigen Punkt gemacht zu haben. Wir schauen hier nochmal drauf, vielleicht im Vorblick auf die Pharmakologie. Das heißt also, wo haben wir hier mögliche Eingriffspunkte, mit denen wir dann pharmakologisch die Östrogen- oder auch Progesteronproduktion unter Umständen beeinflussen können. Und ein wichtiger Punkt hier sind natürlich die entsprechenden Hormone, luteinisierendes Hormon und follikelstimulierendes Hormon, von denen wir ja gesehen haben, dass sie die TK-Zellaktivität und auch die Granulosa-Zellaktivität und auch die Aktivität des Corpus luteum hier entsprechend steuern. Hier hätten wir die Möglichkeit, wenn wir nochmal in die Regelkreise zurückdenken, über Gonadoliberin, also GnRH-Analoga, in der Adenohypophyse dafür zu sorgen, dass kein LH mehr gebildet wird und dass kein FSH mehr gebildet wird und dementsprechend die hormonabhängige Produktion dieser Hormone abgestellt wird. Also das ist ein Prinzip. Und dann haben wir ein weiteres wichtiges Prinzip, das vor allen Dingen dann auch fürs Mammakarzinom gilt. Und das ist die Hemmung dieses Schlüsselenzyms der Aromatase, von dem wir gesehen haben, dass sie FSH-abhängig induziert wird und dass sie maßgeblich ist für die Produktion des Estradiols. Das heißt, um dann Estradiol-sensitive Tumore dann in ihrer Proliferation zu hemmen, können wir die Aromatase enzymatisch hemmen. Ich mache das mal so. Ja, und das wären dann unsere Aromatase-Inhibitoren, die wir dann kennenlernen. Dadurch würden die Östradiolspiegel hier in der Produktion zusammenbrechen. Und das ist das, was man pharmakologisch will. Also das wären die Möglichkeiten, die wir hier noch pharmakologisch in unser Schaubild integrieren können. Und jetzt nehme ich das weg und dann machen wir weiter. In einem letzten Schritt integrieren wir nochmal das, was wir auf verschiedenen Ebenen jetzt versucht haben, uns klarzumachen. Hier sehen wir nochmal den kompletten weiblichen Zyklus von Tag 1 bis Tag 28, von dem wir gesehen haben, dass er in eine follikuläre bzw. luteale Phase unterteilt werden kann. Hier gilt nochmal, die follikuläre Phase, die ist nicht immer stabil, die kann variabel sein, die muss also nicht exakt 14 Tage dauern, die kann ein Stück kürzer sein, aber oft ist sie auch länger, wenn die Lutealphase mit 14 Tagen immer konstant sich darstellt. Dann haben wir gesehen, als wir die Follikel betrachtet haben, für die hormonelle Kontrolle des Zyklus sind zwei Hormone wichtig, nämlich einmal das Estradiol und das Progesteron. Und die haben wir hier auch schon, E, das Estradiol und P, Progesteron. Und das werden wir uns dann gleich entsprechend anschauen und nochmal sehen, wie diese beiden Hormone die Prozesse in den Ovarien integrieren mit den Prozessen in der Gebärmutterschleimhaut, also im Endometrium. Vielleicht schreibe ich das hier nochmal dazu, ja, wie die hier integriert werden müssen, weil es ist natürlich notwendig, dass Prozesse oder die follikulären Prozesse, die münden in die Freisetzung der Eizelle, die müssen natürlich dementsprechend integriert werden, hier koordiniert werden mit der Gebärmutterschleimhaut, ja, dass die dann bei einer eventuell stattfindenden Befruchtung dann natürlich auch darauf vorbereitet ist, die befruchtete Eizelle dann auch zur Einnistung dann zu bringen. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. 28 Tage. Hier haben wir gesehen oder habe gesagt, etwa 10 bis 20 Primärfollikel beginnen, ja, hier den Zyklus. Und während der Reifung, ja, haben wir gesehen, dass diese Follikel dann in der
koordinierten Interaktion zwischen Theka und granuloser Zellen dazu führen, dass sie entsprechend Östrogen hier produzieren. Und dann haben wir ganz am Anfang in dem Kontroll- oder in dem Regelkreis, in der Regelkreisübersicht gesehen, ja, dass die oder das freigesetzte Östrogen, können wir hier machen, ja, also die setzen ja praktisch hier das Östrogen frei, ja, und dass wir gesehen haben, dass das Östrogen über einen negativen Feedback in der Adenohypophyse die FSH-Konzentration senkt und dass wir gesehen haben, dass auch die granuloser Zellen über Inhibin, ja, das packe ich vielleicht hier nochmal hin, über Inhibin, ebenfalls in der Lage sind, in einem negativen Feedback dann die FSH-Produktion runter zu regulieren. Sodass wir also sehen, dass in der Phase, wo unsere Primärfollikel beginnen, moderate oder ansteigende Konzentrationen von Östrogen zu bilden, dann das aufs hormonelle System zurückschlägt, indem die FSH-Konzentration sinkt durch den negativen Feedback. Und das können wir eigentlich hier jetzt sehr schön auf unserem Übersichtsbild sehen. Ja, das heißt, die FSH-Konzentrationen, die FSH-Konzentrationen beginnen zu sinken. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, weil wir brauchen, das haben wir gesehen, die FSH-Stimulation für die Bildung von Östrogen, ja, und damit für das Überleben der Follikel. Und das Problem ist jetzt, dass die östrogenvermittelte FSH-Absenkung dazu führt, dass von unseren 10 oder 20 Primärfollikeln ja, bis auf einen einzigen Follikel alle zugrunde gehen, weil einfach die FSH-Sensitivität nicht ausreicht, um über FSH am Leben zu bleiben. Das bedeutet also jetzt, die sinkende FSH-Konzentration führt jetzt dazu, und das mache ich jetzt mal ganz drastisch, führt dazu, dass alle Primärfollikel zugrunde gehen, weil sie nicht mehr ausreichend über FSH stimuliert werden können, bis auf diesen Follikel, den wir bezeichnet haben als Graafschen Follikel. Auch da mache ich vielleicht mal das GF nochmal drüber. Und dieser Graafsche Follikel, der kann bei sinkenden FSH-Konzentrationen überleben, weil er eine Überexpression von FSH-Rezeptoren macht. Das heißt, er ist also super sensitiv gegen das vermindert freigesetzte FSH, sodass trotz fallender FSH-Konzentrationen dieser Graafsche Follikel überlebt, weil er sehr sensitiv ist durch hohe FSH-Rezeptorkonzentration und der produziert jetzt in immer größeren Mengen Östrogen hier in, als grüne Kurve angezeigt, sodass wir sehen, dass die maßgebliche Östrogenproduktion, und das haben wir uns ja angeschaut, aus den granuloser Zellen dieses Follikels, ja, machen wir jetzt mal so, der ist dafür verantwortlich, dass wir hier einen Anstieg des Östrogens bekommen. So, und dann haben wir in der Mitte des Zyklus die Situation, dass der eigentlich negative Feedback des Östrogens auf die LH- und FSH-Freisetzung, die wird aufgehoben und es wird positiv rückgekoppelt, sodass wir also jetzt sehen, dass die steigenden Konzentrationen von Östrogen dazu führen, und das mache ich jetzt mal so, dass in der Adenohypophyse vermehrt LH und zu einem geringeren Prozentsatz auch FSH freigesetzt wird. Das heißt, wir schauen auf einen östrogenvermittelten LH-Peak. Und den mache ich jetzt mal hier hin. Das ist unser LH. Ja, hier nochmal in Rot die Kurve angezeigt, ja, die eigentlich eine ganze Weile basal ist, bis wir dann zur Mitte des Zyklus über die gesteigerte Östrogenproduktion, Aufhebung des negativen Feedbacks, dann die Situation haben, dass aus der Adenohypophyse ein starker LH-Peak hier produziert wird und auch der FSH ist betroffen, hier in Blau, aber weit weniger stark. Und dieses LH-Signal, dieser LH-Peak ist das Signal für den Eisprung, sodass wir hier schon sehen, dass eine der wichtigsten Funktionen des Östrogens ist, die Auslösung des LH-vermittelten Eisprungs. So, jetzt haben wir also praktisch hier die hohe LH-Konzentration und diese LH-Konzentration, die ist jetzt dafür verantwortlich, dass aus dem Graafschen Follikel die Eizelle freigesetzt wird. Jetzt verlassen wir die follikuläre Phase des Zyklus und treten ein in die luteale Phase des Zyklus, weil nämlich aus den Theka- und Granulosa-Zellen des Graafschen Follikels der sogenannte Corpus luteum gebildet wird.
kürze ich nochmal ab hier mit CL, ich blende es Ihnen hier nochmal ein. Ja, das wird also jetzt, die Zellen wandeln sich um in T-Galuteinzellen und Granulosa-Luteinzellen, und das haben wir gesehen, und das tun sie durch den Verlust des FSH-Rezeptors. Das hatten wir eben an der Tafel, wo wir uns die lutealen Granulosa-Zellen angeschaut haben, die keine FSH-Rezeptoren mehr exprimieren. Die sind also rein sensitiv auf LH, sodass wir also jetzt sehen, ja, dass unter LH-Produktion unser Corpus luteum jetzt mit der Progesteronproduktion beginnt. Auch das haben wir eben an der Tafel angeschaut, sodass wir das jetzt sehen können, ja, dass im Corpus luteum, wo der Corpus luteum Progesteron produziert, ja, hier in Orange dargestellt ist unsere Progesteronkurve, die, und das können wir sehen, Progesteron spielt keine Rolle in der follikulären Phase, aber in der lutealen Phase mit dem Wachstum des Gelbkörpers, ja, steigen die entsprechenden Progesteronspiegel hier entsprechend an. Und wenn dann keine Befruchtung stattgefunden hat, wandelt sich der Corpus luteum um in das inaktive oder in den inaktiven Corpus albicans, der kein Progesteron mehr bildet. Und das können wir hier sehen. In der Umwandlung zum Corpus albicans, ja, sehen wir hier deutlich, reduzieren sich jetzt dann auch die Progesteronspiegel, die fallen also entsprechend ab. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier auf unser Endometrium in Bezug auf die hormonelle Freisetzung. Hier sehen wir, in der follikulären Phase gibt es einen funktionellen Bezug des Östrogens zum Endometrium, weil das im grafischen Follikel gebildete Östrogen, und das mache ich jetzt mal so, dazu führt, dass unsere Gebärmutterschleimhaut, das Endometrium, proliferiert. Das heißt also, das Stratum Funktionale, das wird jetzt hier entsprechend aufgebaut, ja, dieses Endometrium wird entsprechend dicker, und diese Proliferation, diese Zellteilung, die ist östrogenabhängig, und das können wir hier sehen. Und das Ganze ändert sich dann nach dem Eisprung, wenn das ganze System unter Progesteronkontrolle kommt, wenn das Progesteron hier ansteigt, dann sehen wir, dass jetzt das Endometrium von der Proliferationsphase in die sogenannte Sekretionsphase übergeht. Das heißt also, hier wird jetzt Schleim produziert und es werden Faktoren produziert, die das Einnisten einer unter Umständen befruchteten Eizelle dann erlauben, sodass wir jetzt eine strukturelle Umstrukturierung des Endometriums bekommen zur Vorbereitung auf das Einnisten der befruchteten Eizelle. Und hierzu gehört dann auch, und auch da haben wir schon drüber gesprochen, die Produktion von zähflüssigem Schleim, der den Muttermund verschließt, um den Eintritt weiterer Spermien hier entsprechend dann zu verhindern. Und dann sehen wir, ja, dass mit den fallenden Progesteronspiegeln das Endometrium dann eintritt, und jetzt kommen wir nach vorne zurück, in die sogenannte Desquamation. Das heißt, die fallenden Progesteronspiegel am Ende des Zyklus führen jetzt dazu, dass unser Stratum Funktionale, das heißt der Anteil, der proliferativ unter Östrogen und Progesteron aufgebaut wurde, der wird abgestoßen, und das ist die sogenannte Monatsblutung oder Desquamation, mit der dann der Zyklus hier definitionsgemäß an Tag 1 wieder beginnt. Sodass ich jetzt eigentlich glaube, dass wir jetzt, auch wenn wir nochmal so drauf geschaut haben, uns es ausreichend klar gemacht haben, wie das hormonelle System im weiblichen Organismus organisiert ist, und jetzt sind wir auch in der Lage, die wichtigen Prozesse dann nachzuvollziehen, die Grundlage sein werden für die Pharmakologie. So, jetzt werden wir in einem letzten Schritt an der Tafel uns nochmal kurz anschauen, wie die transkriptionelle Regulation der Östrogenwirkung hier vermittelt ist. Also wir werden nochmal auf den Östrogenrezeptor hier schauen, wie da die Transkription entsprechend vermittelt ist, und werden dann noch kurz auf die physiologischen Funktionen schauen, und dann, glaube ich, werden wir diese doch umfangreiche Vorlesung beenden, um dann die Pharmakologie in einem zweiten Teil zu machen. So, ich mache uns jetzt die Tafel frei, und in einem letzten Schritt schauen wir uns noch die transkriptionellen Ereignisse vom Östrogen am Östrogenrezeptor an. Schauen wir uns noch schnell gemeinsam an, wie jetzt die Hormonfunktion tatsächlich auf zellulärer Ebene transkriptionell umgesetzt wird, vor allen Dingen nochmal im Blick aufs Östrogen und aufs Progesteron. Hier beschränke ich mich jetzt auf die wichtigste Signaltransduktionskaskade. Wir wissen, dass es auch noch andere Mechanismen gibt, die dann über Interaktion mit weiteren Transkriptionsfaktoren läuft oder über membrangebundene Rezeptoren läuft.
Das soll uns aber heute nicht groß interessieren, weil ich keine Biochemie-Vorlesung jetzt halten will, sondern einfach nur noch mal einen letzten Aspekt betrachten will, wie unsere Steroidhormone, die wir ja jetzt umfänglich besprochen haben, auch in ihrer Funktion, ihre Wirkung auf zellulärer Ebene dann auch tatsächlich ausüben. Und ich habe sie hier nochmal angegeben als Östrogen und Progesteron und wir schauen uns jetzt hier eine entsprechende Zielzelle an. Auch hier ist nochmal klar, beide Steroidhormone können natürlich ohne Probleme die Zellmembran passieren, ja, sodass das sowohl fürs Östrogen als auch fürs Progesteron hier überhaupt gar kein Problem ist aufgrund der Lipophilität. Das bedeutet also, die entsprechenden Rezeptoren finden wir als intrazelluläre Rezeptoren im Zytoplasma der Zielzelle vor. Und das habe ich jetzt mal hier erstmal dargestellt fürs Östrogen. Wir beginnen mit dem Östrogen und betrachten hier den sogenannten Östrogen- oder Estrogenrezeptor, von dem wir zwei Formen können, den Östrogenrezeptor Alpha und Beta, und die haben eine gewebsspezifische Verteilung im Körper. Ja? Das heißt, die sind hier differenziell exprimiert. Was aber wichtig ist, dass der Östrogenrezeptor erstmal stabilisiert im Zytoplasma vorliegt. Er hat gebunden ein Heat-Shock-Protein, ja, das also proteinstabilisierende Funktion hat. Und wir haben hier zwei weitere Mitspieler, das sind zwei weitere Chaperone. Und Chaperone sind Proteine, deren Aufgabe es ist, andere Proteine in der richtigen Faltungskonformation dann zu halten. Das heißt also, unter Heat-Shock-Protein-Chaperon-Kontrolle liegt der Östrogenrezeptor hier als Monomer im Zytoplasma vor. Und was dann passiert, ja, das machen wir jetzt mal so einfach, dadurch, dass das Östrogen in die Zelle gelangt ist, das Östrogen verdrängt unser Heat-Shock-Protein aus der Bindungsstelle, sodass wir jetzt einen aktivierten Östrogenrezeptor bekommen, der anstelle des Heat-Shock-Proteins jetzt das Östrogen in der Bindungsstelle hat und die Chaperone, die verschwinden, sodass wir jetzt hier das aktivierte Östrogen Rezeptor Monomer vorliegen haben. Und dieses Monomer wandert in den Nukleus der Zelle, ja, und dimerisiert dort. Das heißt, der Östrogenrezeptor wirkt als Homodimer. Wir haben zwei Anteile, hier haben wir zwei entsprechende Untereinheiten, die dimerisieren und die erkennen dann ihre entsprechende regulatorische Promotersequenz, die wir bezeichnen als Östrogen-Responsive Element, ja, und die wird dann gebunden, sodass dann hier die Transkription stattfinden kann. Wichtig ist hier noch, dass der Östrogenrezeptor unter Kontrolle steht von sogenannten Koaktivatoren oder hier mit CR angegeben Korepressoren, die die Aktivität, die transkriptionelle Aktivität hier nochmal entsprechend modulieren. So, das wäre also die relativ einfache Situation hier für den Östrogenrezeptor. Und wenn wir jetzt zum Progesteron kommen, ist das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen die Buchstaben austauschen, ja, weil wir betrachten jetzt hier unseren Progesteronrezeptor, können wir an der Tafel ja relativ einfach machen, sodass wir jetzt sehen, dass der grundlegende Regulationsmechanismus gleich ist. Progesteron passiert die Zellmembran, verdrängt unser Heat-Shock-Protein vom Progesteronrezeptor, ja, findet dann seine Bindungsstelle, die Chaperone geht weg. Wir haben hier unser Progesteronrezeptor-Monomer. Dieses Progesteronrezeptor-Monomer wandert in die Zelle, macht ein sogenanntes Homodimer, genau wie unser Östrogenrezeptor, wird beeinflusst durch Koaktivatoren, Korepressoren und das Promoterelement, das gebunden wird, ist natürlich jetzt nicht unser ERE, sondern das bezeichnen wir als PRE, nämlich Progesteron Responsive Element, sodass wir sehen, dass die transkriptionellen Mechanismen, die Signaltransduktion hier eigentlich nahezu identisch sich darstellen. So, jetzt hätten wir das alles besprochen, was wir als Grundlage brauchen und wir schließen die jetzige Vorlesung nochmal damit, dass wir uns anschauen, welche physiologischen Funktionen werden vermittelt von Östrogenen und Progesteron und das werden wir anhand einer Liste machen, durch die wir gemeinsam durchgehen und dann haben wir es für heute fast geschafft. So, mit jetzt freier Tafel können wir die entsprechenden Einblendungen auch vornehmen. Jetzt schauen wir uns noch ganz am Schluss an die physiologischen Funktionen unseres follikulären oder des Hormons der follikulären Phase, des Östrogens und des Haupthormons der lutealen Phase, des Progesterons. Wenn wir jetzt auf die Östrogene schauen,
dann ist es wichtig, die erste Regel zu beachten, und die mache ich jetzt hier ganz fett auf die Tafel. Und die sagt aus, praktisch die erste wichtige Regel, dass Östrogene sind Progestagen. Das heißt, sie schaffen die Voraussetzung für eine gute Wirksamkeit des Progesterons in der zweiten Zyklusphase. Und diese progestagene Wirkung dahinter versteckt sich, dass Östrogene dazu führen, dass der Progesteronrezeptor vermehrt exprimiert wird und damit in den entsprechenden Zielgeweben diese Gewebe dann auf die luteale Phase vorbereitet wird. Das ist eigentlich ganz sinnvoll, ja, dass wir sehen, dass in der follikulären Phase in den ersten 2 Wochen durch die Östrogenproduktion alle Zielgewebe dann darauf vorbereitet werden, auf die Progesteronwirkung, die dann in der danach folgenden Lutealphase dann entsprechend gebraucht wird, sodass das auch nochmal ein ganz wichtiges Wirkprinzip ist, dass wir nochmal auf unsere Betrachtungen oben drauflegen können, die wir gemacht haben. Also, diese Regel ist wichtig, Östrogene sind Progestagen. So, jetzt nehme ich das runter und jetzt schauen wir die weiteren physiologischen Wirkungen an. Östrogene sind natürlich notwendig zur Entwicklung der primären und sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmale. Das ist im Grunde genommen selbst erklärend. Dann haben wir eine ganz wichtige Funktion der Östrogene auf die Knochen. Ja, und das haben wir im Osteoporose-Teil ja schon gesehen, dass eben einfach Östrogenmangel führt zur Osteoporose. Und hier erinnern wir uns, dass Östrogene entweder direkt mit den Osteoblasten interagieren oder durch eine Induktion von Calcitonin mit den Osteoblasten interagieren. Das hat zur Folge, dass unser knochenabbauender Mediator Rankl vermindert exprimiert wird, das heißt, der wird reduziert und das führt dann zu einer verminderten Aktivierung der Osteoklasten. Außerdem haben wir eine verstärkte Expression des Osteoprotegerins, ja, das war ja ein Decoy-Rezeptor des Rankls und erhöht ebenfalls die Knochendichte. Ich verweise hier auf die Vorlesung Osteoporose, sodass wir also hier einmal eine Erhöhung der Knochendichte haben durch Östrogene. Weiterhin ist wichtig, Östrogene beenden im weiblichen Organismus das Längenwachstum, weil sie die Epiphysenfugen hier entsprechend dann schließen. Also wir sehen, der Knochenbezug hier, der ist besonders wichtig. Dann haben wir die Induktion von Angiotensinogen, ja, das heißt also des Ausgangsmoleküls für das RAS-System. Das bedeutet, dass unter Östrogenen vermehrt dann auch Angiotensin 2 gebildet werden kann. Das führt zu Natriumretention und Wasserretention. Das kann dann zur Ödembildung führen, aber auch zur vermehrten Flüssigkeitszirkulation im kardiovaskulären System und damit zu einem Blutdruckanstieg. Günstig bei Östrogenen ist die Wirkung auf die Blutfette, weil nämlich HDL, ja, das man als das gute Cholesterin bezeichnet, ja, das ist die Transportform des Cholesterins von der Peripherie zur Leber, das wird erhöht, während das LDL, ja, das man als das in Anführungszeichen schlechte Cholesterin bezeichnet, deren Konzentration im Blut werden entsprechend abgesenkt. Östrogene sind in der Lage, die Stickstoffmonoxidproduktion aus dem Blutgefäß Endothel zu stimulieren. Das wäre jetzt ein positiver kardiovaskulärer Effekt, weil das zur Blutgefäßdilatation und Blutdrucksenkung führt. Ungünstig ist die Induktion prothrombotischer Faktoren in der Leber, ja, die dann dazu führt, dass die Möglichkeit eines thromboembolischen Ereignisses hier deutlich erhöht wird. Also das ist etwas, was ungünstig ist und da werden wir in der Pharmakologie noch immer wieder drauf zurückkommen. Das ist eine der wichtigen pharmakologischen Nebenwirkungen, wenn wir mit Östrogenen arbeiten, nämlich die Induktion prothrombotischer Faktoren und die Erhöhung thrombotischer oder thromboembolischer Ereignisse. Dann Östrogene verändern die Psyche. In dem Sinne, dass sie eigentlich stabilisierend sind, hier vor allen Dingen auch in Bezug auf Stimmungsschwankungen. Östrogene induzieren ein Hormon, das MSH, melanozytenstimulierendes Hormon, und führen damit auch zu einer unter Umständen Hyperpigmentierung der Haut. Östrogene führen zu einer erhöhten Prolaktinfreisetzung. Und jetzt kommen wir nochmal zu unseren Zyklusaspekten zurück. Hier haben wir gesehen, Östrogene führen zu einer Proliferation des Endometriums. Das haben wir ja jetzt ausführlich entsprechend besprochen. Sie verändern die Viskosität des Schleimes am Muttermund. Ja, der wird verflüssigt, sodass hier auch Spermien versorgt werden und praktisch in die Gebärmutter eintreten können. Und die allerwichtigste Funktion in Bezug auf den Zyklus, wenn wir da auf Östrogene
Östrogene schauen, ist die Induktion des Eisprungs. Das haben wir ja gesehen. Ja, die östrogenvermittelte Freisetzung eines LH-Peaks, der dann entsprechend hier zum Eisprung führt und dann eine Befruchtung möglich macht, beziehungsweise die luteale Phase des Zyklus dann eröffnet. Gut, das waren jetzt die Informationen zu den Östrogenen. Jetzt kommen wir zu den Progesteron- oder Gestagenen. Und hier haben wir eine zweite wichtige Regel, die ich jetzt auch hier wieder dick einblende, die direkt in Bezug steht zu den Östrogenen. Hier gilt als zweite Regel, Progesteron oder Gestagene sind Anti-Östrogen. Das heißt, sie unterdrücken die Östrogenwirkung und das tun sie durch Herunterregulation, durch Abstellen der Transkription des Östrogenrezeptors. Das heißt, unter Progesteronwirkung sind die Gewebe, Zielgewebe nicht mehr östrogensensitiv, weil der Rezeptor unterdrückt wird. Das bedeutet also in der lutealen Phase, wenn Progesteron hier entsprechend die hormonelle Kontrolle hat, dann wird die Östrogenwirkung klein gehalten, weil wir die Rezeptoren herunterreguliert werden. Das heißt also, eben haben wir gesehen, Östrogene sind Progestagen und jetzt ist es andersrum, Gestagene bzw. das Progesteron sind Anti-Östrogen und das macht eigentlich auch viel Sinn. So, das nehme ich jetzt von der Tafel. Jetzt schauen wir uns die weiteren physiologischen Wirkungen an. Hier kommen wir zuerst, beginnen mit dem Zyklus. Ja, wir haben gesehen, Progesteron ist wichtig für die Bildung des sekretorischen Endometriums, das dann eine Nidation der Eizelle hier entsprechend möglich macht. Das heißt also auch, das Einnisten der Eizelle selbst ist Progesteron abhängig. Und dann auch der Erhalt der Schwangerschaft über das entsprechende versorgende Endometrium. Auch das ist progesteronabhängig. Das heißt also, wir würden einen Verlust der Schwangerschaft haben, wenn nicht ausreichend Progesteron hier entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Dann haben wir die Wirkung aufs Cervixsekret. Das haben wir eben besprochen. Hier haben wir dann in der lutealen Phase eine Verdickung des Schleims, sodass keine Spermien mehr den Muttermund entsprechend passieren können. Gestagene fördern durch Expression der Lipoproteinlipase die Fetteinlagerung in den Körper und da auch hier unter Umständen eine Gewichtszunahme. Dann sind sie wichtig in der Modulation bei der Bildung von prothrombotischen Faktoren, die unter Östrogenkontrolle stehen, das haben wir eben gesehen, sodass hier unter Umständen dann auch in einer Kombination mit Gestagenen die östrogenvermittelte thromboembolische Gefahr gesenkt werden kann. Und die wichtigste Funktion, die jetzt im Gegensatz zum Östrogen steht, ist die Hemmung des Eisprungs. Sie haben ja eben gesehen, Östrogenwirkung, die wichtigste Wirkung ist die Induktion des Eisprungs über die Auslösung des LH, des LH-Peaks, der LH-Freisetzung und Gestagene, das heißt Progesteron, die verhindern den Eisprung. Einfach, weil der Eisprung oder die LH-Freisetzung, die ist östrogenabhängig, dafür brauche ich einen Östrogenrezeptor. Ja, und Östrogenrezeptor vermittelt wird dann LH freigesetzt. Jetzt haben wir gelernt, Gestagene sind Anti-Östrogen. Das heißt, die werden also in der Adenohypophyse die Östrogenrezeptoren runterregulieren, sodass die östrogenvermittelte Freisetzung des LHs über den Östrogenrezeptor nicht mehr stattfinden kann, weil Progesteron hier seine potente antiöstrogene Wirkung durch Herunterregulation des Rezeptors ausgeübt hat. So, jetzt schaue ich auf meinen Zettel und sehe, wir sind hier ans Ende gelangt, sehen also, die Gestagene haben eine relativ überschaubare physiologische Funktion, zeigen aber nochmal die Funktionen, dass Östrogene und Gestagene eigentlich oft gegenläufige Wirkungen hier haben und das sehen wir ganz deutlich, vor allen Dingen bei der Regulation des Eisprungs. So, damit hätten wir uns eine Grundlage gelegt. Und ich verweise dann auf die nachkommende oder nachfolgende Vorlesung, wo wir jetzt dann versuchen wollen, unser physiologisches, hormonelles Wissen dann mit der Pharmakologie zu verbinden. Und das werden wir dann so machen, dass wir dann praktisch die Pharmakologie an entsprechenden Krankheitsbildern dann entfalten. Und das können wir jetzt sicherlich gut, weil wir uns so viel Mühe gegeben haben, hier die ganzen grundlegenden Prozesse darzustellen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu überanstrengend oder zu komplex. Also ich denke manchmal dann auch, wenn ich auf die Tafelbilder schaue, Gott, wie soll man das alles behalten? Kann man natürlich nicht alles behalten, aber man kann es jederzeit immer wieder nachschauen und die Informationen, die habe ich Ihnen ja jetzt zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.